damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wasteroom Experience. Heute fahren wir ein weiteres Kfz-Probe und zwar den Audi 80 Quattro. Denn das ist ein Handschalter. Müssen wir auf Handschalter stellen. Und ja, damit können wir mal ein bisschen rumspielen. Stabilisationskontrolle mache ich mal auf an, weil ich nicht der allerbeste Fahrer bin. Und ja, das glaubt mir, ist es besser, weil sonst schaffen wir nicht eine Runde, ohne irgendwo an irgendeiner Mauer zu hängen. So. Und abgesoffen. Dann schauen wir uns mal das Kfz von vorne und von der Seite mal an. Ja, man kann leider nicht aussteigen. Aber eigentlich ganz schön. Da ist, oh, ne, da war noch nicht ganz an. Hört ihr den Turbolader? Glaube ich jedenfalls, oder? Berichtigt mich sonst gerne in den Kommentaren. Also den muss man echt hochfahren. Hallo. Mein Gott. So, jetzt aber. Jo, das ist ein Turbolader. Oder Kompressor, wie auch immer. Gut. Gut, 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 gut. Ja, dann gucken wir mal, was geht. Auf jeden Fall sehr viel Leistung. Ich blende euch hier mal unten ein, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Wie viel Leistung der jetzt hat. Fühlt sich aber sehr viel an. Da haben wir aber sehr den Bremspunkt verpasst. Gut, sechsten Gang haben wir nicht. So. Also ich muss sagen, der geht echt gut ab. Wollen wir mal schauen, was der von 0 auf 100 schafft. Au. Der erste Gang, der ist so lang übersetzt. Das bringt hier nichts. Machen wir von 50 auf. Machen wir mal von 50 auf 150. Oder auch nicht. Nice. Ich glaube, wir fangen im zweiten Gang an. Wir fahren mal eben zur anderen Gerade. Die ist nämlich, glaube ich, länger. Thank you.
40. So, 50. Knapp 5,5, glaube ich, müsste das ungefähr gewesen sein. Also der geht schon ordentlich vorwärts. Vor allem, wenn der Turbo dann kommt und seinen Ladedruck macht, dann ist ja alles zu spät in dieser Bude. Ja, auf jeden Fall schickes Teil. Kann man nicht anders sagen. Gut. Dann war es das auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.